Hi Leute, willkommen auf unserem Kanal. Heute zeige ich dir, wie du einen Warrun in Godot machen kannst, wie zum Beispiel den aus Titanfall 2. Demnächst kommt auch noch ein Slide-Video, in dem ich dir zeige, wie du einen Slide machen kannst. Und dafür könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Falls euch das Video gefällt, lasst auch gerne ein Like da. Und falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Los geht's! So, ich habe schon mal eine Szene vorbereitet. Mit mehreren Wänden und einem World Environment in Directional Light und natürlich auch mit einem Player. Hat einfach eine Kamera, Collision Shape und noch so ein Body, um es ein bisschen zu visualisieren. Falls ihr euch dafür interessiert, wie man so einen First-Person-Controller macht, könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten gehe ich davon aus, dass ihr einen besitzt bereits. Das erste, was wir nun tun, ist drei Raycasts hinzuzufügen. Einen auf die linke Seite mit einer Translation von -1,1 und einen Cast von -0,5 und rechts genau das Gegenteil davon, sodass wir links und rechts so einen kleinen Stummel haben. Und unten haben wir auch noch einen Raycast, der soll aber -8 nach unten gehen und damit haben wir das schon mal vorbereitet. Und müssen jetzt noch dem Head einen Animation Player hinzufügen. Diesen Animation Player brauchen wir später dann nochmal. Nun gehen wir in unser Skript. Nun müssen wir noch eine Verbindung zu diesem Animation Player und zu den drei Raycasts erstellen. Das machen wir ganz einfach mit Onward You Are Camera Animation ist gleich. Head Animation Player links, rechts und unten und somit können wir dann später auf diese zugreifen. Außerdem benötigen wir noch weitere Variablen, zum Beispiel Wall Running, Is Colliding, L Tilt und R Tilt und wir setzen alles erstmal auf falsch und die benötigen wir dann auch gleich. Vorher gehen wir aber erstmal nochmal in die Projekteinstellungen und in die Eingabezuordnung und fügen zu den ganz normalen Jump und Vor- und Zurück-Key fügen wir jetzt noch einen Key für den Wallrun hinzu und der wird bei mir einfach Control sein. Jetzt gehen wir wieder ins Script und gehen hier unter Physics Process und machen direkt hier am Anfang. Und das ist jetzt alles, was wir für den Warrun brauchen werden, also dieser Abschnitt hier. Und das sorgt erstmal dafür, dass wir schauen, ob der linke oder der rechte collided. Und wenn ja, wird Colliding auf True gesetzt. Dann kommen wir zum richtigen Warrun, wird geschaut, wird Warrun gedrückt. Und sind wir an einer Wand und ist colliding true und drücken wir etwas nach vorne und ist ob unten nicht colliding ist, weil wir wollen nicht direkt über der Wand am Boden einen Warrun machen. Dann setzen wir Raw Running auf true, holen uns den Wall Normal, setzen den Speed auf 6, also von 5 auf 6 und machen die Gravity auf 0. Müsst ihr dann schauen, was bei euch der Gravity-Wert ist. Den müsst ihr auf jeden Fall auf 0 einfach nur setzen. Und dann rechnen wir die Direction minus dem Wall Normal. Das sorgt dafür, dass wir sozusagen leicht an die Wand gepresst werden. Damit haben wir sozusagen die ganze Zeit Wandkontakt. Und wenn das Ganze nicht so ist, wird geschaut, ob Wall Running true ist und der Speed wird wieder normal gesetzt. Das ist jetzt nur dafür da, dass man sozusagen immer wieder neue Jumps bekommt, aber auch nicht unendlich, sondern nur so oft, wie oft man die Refill Number hat. Und die Refill Number ist hier 3. Das heißt, wir haben es dreimal refilled und danach wird halt Warrunning auf falsch gesetzt. Jetzt funktioniert der Warrun erstmal an sich. Können wir uns ja auch mal anschauen. Also ich kann jetzt hier an eine Wand springen und kann an der Wand entlang laufen und springen zur nächsten Wand und am besten nicht runterfallen wie ich gerade. Und jetzt wollen wir das Ganze aber noch ein bisschen schöner machen und machen dafür noch eine Animation.
gehen dafür hier auf den Animation Player. Jetzt erstelle ich die Animation. Wir brauchen 4 Animationen. Einmal fürs nach links kippen und wieder zurückkippen und einmal nach rechts kippen und wieder zurückkippen. Und das machen wir ganz einfach, indem wir Keyframes festlegen und die Kamera mal eindrehen. Alle Animationen sind jetzt fertig. Wir haben hier einmal für links, da dreht es sich einmal, und auch das Ganze noch für zurück, dreht sich zurück die Kamera. Jetzt gehen wir zurück ins Script und jetzt wollen wir hier direkt dahinter die Animation festlegen und sozusagen, wenn der linke Raycast collided und L-Tilt falsch ist, soll die Animation gespielt werden. Da soll L-Tilt auf True gesetzt werden. Das machen wir sozusagen, damit sozusagen die Animation nur einmal ausgeführt wird und nicht mehrmals. Und das ist das Ganze einfach nur für die rechte Seite. Nun nutzen wir noch die Zurückdrehanimation hinzufügen. Die machen wir hier direkt nach diesem hier. Und das, damit es halt auch nur einmal ausgeführt wird, direkt nach dem Warrun. Und hier wird auch nochmal unterschieden in das linke und das rechte, was hier oben sozusagen gesetzt wird. Und jetzt wissen wir nur noch hier drunter R-Tilt auf falsch setzen und L-Tilt auch noch auf falsch setzen, damit das sozusagen wieder zurückgesetzt ist. Jetzt müsste eigentlich alles funktionieren. Wir können noch mal schauen. Aber man sieht, die Kamera wird eingedreht und du hast jetzt einen perfekt funktionierenden Warrun. Meine Skills sind immer noch nicht vorhanden. Aber das wäre es hiermit mit diesem Godot Tutorial. Wenn es dir jetzt gefallen hat, lass gerne ein Like da und auch ein Abo, wenn du noch mehr sehen möchtest. Und vielleicht schaffe ich das jetzt sogar noch mal hier. Anscheinend nicht. Und damit war es das für das Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!